Kreativ, rockig, wild. Die Stadtbibliothek Mönchengladbach war Teil der NRW-weiten Aktion Nacht der Bibliotheken. Unter dem Motto Deine Bibliothek wilder als du denkst, wurde Nachtschwärmern und Leseratten ein vielseitiges Programm geboten. Für die rund 200 Büchereien in NRW stand der Spaß für Groß und Klein im Vordergrund. Dabei gelten in Zeiten von Facebook, E-Books und digitalen Medien die traditionellen Bücher bei vielen jungen Menschen als angestaubt. Bibliotheken sind eben längst nicht mehr nur reine Bücherhäuser, sondern sie haben auch ganz viel digitale Medien, sie kommunizieren über Facebook, sie bieten Spiele, wir bieten Spiele, Konsolenspiele, Xbox, Nintendo 3DS, Blu-ray, Filme, alles Dinge, die viele Besucher nicht wissen und die wir eben einfach mal zeigen wollen. Deswegen die in Anführungsstrichen wilden Seiten. Bei leckeren Häppchen und bunten Cocktails gab es zwischen den Bücherregalen einiges zu entdecken. Kleinkunst aus Papier, Do-it-yourself-Armreifen aus Strick und Nähmaschinen mit Erfolgsgarantie auch für Anfänger. Richtig wild wurde es beim Public Gaming mit Xbox und Nintendo 3DS auf der Großleinwand. Wer die Nacht noch elegant verlängern wollte, konnte sich von Schülerinnen des Maria-Lenzen-Berufskollegs professionell schminken lassen. Ich mache eine Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin und bin jetzt schon im zweiten Lehrjahr. Und das haben wir dann halt letztens gelernt, extra für heute. Ja, das ist halt, unsere Schule macht bei mehreren Veranstaltungen mit. Ich war auch letztes Jahr beim Sommerleseclub. Das ist halt auch was für jüngere Schüler. Und ja, unsere Schule macht halt ziemlich viel, was sowas angeht. Und wir machen auch bei manchen Veranstaltungen, haben wir schon Make-ups gemacht. Und ja, ich finde, das macht Spaß, so auf der Schule auch mal sowas mitzuerleben. Highlight des wilden Abends war die Band Project Acoustical. Ja, wir haben schon einmal für die Stadtbibliothek Musik gemacht. Das war schon eine Veranstaltung, sogar schon zweimal, fällt mir gerade ein. Die Reaktionen waren halt ziemlich gut, das hat uns auch sehr Spaß gemacht. Und dann wurden wir halt nochmal gefragt, ob wir nochmal Lust hätten an sowas und warum nicht. Also hat uns echt Spaß gemacht, deswegen. Ja, da sagen wir nicht nein, wenn wir so ein Angebot bekommen. Und weil eine Bücherei nichts ohne Texte wäre, gab es anschließend Selbstgedichtetes von Markim Pause and Friends beim Poetry Slam. Bis 22 Uhr zeigte sich die Stadtbibliothek von ihrer wildesten Seite. Dann wurde das Publikum mit vielen Eindrücken in eine traumreiche Nacht verabschiedet.